Vier Engelsmasken finden, aber das Ding ist. Wo muss ich weitermachen? Nee. Hier ist der Innenhof. Hier ist die Treppe nach oben. Da geradeaus war ich noch nicht. Badehaus. Vorkostungszimmer. Ich glaube, ich muss irgendwo hier weiter. An den beiden Stellen. Mal ausprobieren. Oh oh. Hier geht's nicht weiter, scheiße. Hier waren wir ja schon mal. Oh oh. Nein, nein, nein. Geht's nicht lang. Ah! Ah! Jetzt hab ich mich aber erschrocken, ey. Lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein. Und tschüss. Boah. Karte zum Schloss. Schloss. Oh, aber die kommt. Passt nicht zu diesem Schloss. Der Lippenstift der Herrin ist unauffindbar. Wer ihn findet, möge ihn in ihr Badezimmer zurückbringen. Er ist eine Spezialanfertigung, sehr wertvoll. Die Oberkammerin. Okay. Kugel, Blume und Schwert.
könnte die Kugel sein für den Apparat hier, ne? Bei dem einen Typen. Oh ja. Scharfschützenmunition. Oh, nice. Das Ding ist, ich höre die doch auch die ganze Zeit hier rumdackeln. Oh, das ist super nervig. Ja, weg. Tag nach der Behandlung. Die drei Mädchen bewegen sich nicht mehr. Sie wirken fast wie tot. Aus dem Mund der Ältesten kam ein Insekt geflogen, bei dem es sich um eine gemeine Fliege zu handeln scheint. 2 Tage seit der Behandlung. Alle 3 Körper sind von Fliegen bedeckt. Es scheint, dass sie das Fleisch der Mädchen verzehren. Als ich ein Fenster öffnete, fielen ein paar der Fliegen tot zu Boden. Die Kälte scheint sie erstarren zu lassen. Ich habe umgehend das Fenster geschlossen, um eine weitere Schwächung der Insekten zu vermeiden. 4 Tage seit der Behandlung. Alle 3 Körper sind fast vollständig von den Insekten aufgezehrt. Es sind lediglich dunkle, sich windende Kreaturen übrig, die entfernt an menschlichen Gestalten erinnern. Es ist jetzt kurz nach Mittag und die Insekten beginnen ihre Farbe zu wechseln. Die im Gesicht werden blass und die Lippen herum werden sie tiefrot. 6 Tage nach der Behandlung. Die Masse aus Insekten hat sich im menschlichen Körper zurückverwandelt. Alle 3 Mädchen sind aufgewacht und haben mich wie Neugeborene angesehen. Ich spüre die Verbindung zwischen uns, wie Mutter und Tochter. Ich habe bereits Namen für sie. Bella, Daniela und Cassandra. Aha. Ja, wie komme ich hier rund? Gott, Klaviertasten. Eisener Schlüssel. Ja, Beethoven ist am Start, also. So. Wissenschaftlicher Name. Größe 5 bis 6 cm. Ähnliche Körperstruktur wie die vom Schmeißfliegen, wobei sich am Kopf Unterschiede zeigen. Sie sind Fleischfresser und äußerst aggressiv in ihrem Fressverhalten. Auf Beutejagd versprühen sie Pheromone, um sich zu sammeln und die Gestalt eines Menschen zu imitieren. Sie können sich nicht selbst reproduzieren, sondern entstehen von einem Kado-Ei in seinem Wirt legt, okay.
Sie reagieren empfindlich auf plötzliche Temperaturstürze. Fällt die Temperatur unter 10 Grad, reduziert sich ihr Stoffwechsel auf das absolute Mindestmaß und ihr Körper versteift sich. Man könnte dieses Phänomen vielleicht mit der Kryptobiose bei Bärtierchen oder Polypedilium wanderplanki vergleichen. Okay. So, ich habe jetzt auf jeden Fall einen Schlüssel. Das könnte der Schlüssel für oben das Schloss sein. Hast du gewartet? Boah, lol. Ist die blöde Kuh schon wieder. Ja, der Schlüssel passt. Boah. Hat dein Brief dich endlich zu mir geführt? Irgendwann kommen sie alle. Das fühlt sich gut an. Wie gemein! Das kann nicht dein Ernst sein! Oh, verdammt! Ein Traum! Nur ein Traum! Verrecke, ist Vieh. Ich Käfer satt hab. So, das war jetzt Nummer 3, ne? Jetzt haben wir sie auf jeden Fall schon mal. Alles nachgucken hier. Nicht, dass ich irgendwas vergesse. Okay, ich hab alles. Ey. Wieder eine Maske. Was haben wir hier? Lass die 5 Glocken, was? Erklingen.
2. Wo sind die restlichen Glocken? Hier. Fünf. Wo geht's denn jetzt hier hin? Hallo? Erstmal neue Munition. Munitiona. Schatzkarte. Und Dietrich. Eis. Ich habe gehört, dass sich in diesem Schloss etwas befinden soll, das man den Dolch der Todesblume nennt. Anscheinend handelt es sich um ein antikes Stück aus dem Mittelalter, das mit einem Gebräu aus Giften aus allen Ecken der Kontinents überzogen ist. Es soll gefertigt worden sein, um Dämonen und Monster zu töten. Klingt alles faszinierend, aber niemand weiß, wo er ist. Aha. Ja, geil. Ihr Inventar ist voll. Schaffen Sie Platz, indem Sie Objekte neu anordnen oder bewegen Sie die Objekte, die haben. Oh, okay. Wie kann ich das Schiff bewegen? Passt nicht. Oh, die Steuerung ist schlimm. Ich sag's euch. Was sind das für Typen? Ich
Okay, hier haben wir zumindest schon mal den Aufzug. Oh. Wir haben Bug. Sehr schön. Hier oben irgendwo weiter. Aufgespießt. Aber das klingelt auf jeden Fall in der Kasse. Ich habe auf jeden Fall nicht mehr viel Munition. Ich glaube, ich werde mal mit dem Fahrstuhl runter. Das müsste mich ja eigentlich zu dem einen Typen da bringen. Zu dem Verkäufer. Und an der Stelle, genau, da kann ich dann nochmal Munition einkaufen. Und meine Waffen verbessern. Komm, lass mich mal runter. Sind wir hier, perfekt. Cassandra? Willkommen, willkommen. Es gibt einiges Neues zu entdecken.
komm bald mal wieder. Welches Loch ist es denn jetzt? Habe ich beide Löcher ausprobiert? Da ist noch eins über. Etwas für dich auswählen? Ich habe neue Waren für dich besorgt. Wie wär's? So, wir verkaufen jetzt erstmal den Kram hier. Oh. 27.000 bestätigen. Davon willst du dich trennen? Nein, nein, ich kaufe es dir gerne ab. So, hier habe ich alles schon verbessert, was ich verbessern kann, oder? Aktuell zumindest. Ja. So eine einfache Modifikation ist sofort erledigt. So. Okay, das Gewehr haben wir jetzt auch modifiziert. Jetzt brauche ich Munition. Blindmunition. Was ist das? Erweitertes Magazin. Oh, ich habe nur noch 5000 jetzt, ne? Okay, dann nehme ich jetzt erstmal... Pistolenmunition noch. Ausverkauft. Das kann ich mir auch mal kaufen. Vielen Dank für deinen Einkauf. Rohrbombe. Ich kaufe das, weil du es bist. Nur, dass du es weißt. Wenn du willst, kann ich deine Waffe... Hals- und Beinbruch! Erbinnen des Hauses Dimitrescu vernichtet? Von einem wie dir? Und tschüss.
Also drei Masken habe ich jetzt auf jeden Fall schon. Mir fehlt auf jeden Fall noch eine Maske. Ah. Wer hätte es gedacht? Okay. Jetzt sollte ich hier rauskommen. Lästige Missgeburt! Lauf so schnell du willst! Ich krieg dich schon! Nein, 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 nein. Blöde Sau. Wieso muss sie genau hier sein? Den ganzen Weg will ich eigentlich nicht nochmal zurück. Ich muss kurz warten, bis sie weg ist. Ich habe nur noch 6 Munition für das Gewehr. Ich hatte doch eben 36. Okay, krass. So, ich gucke jetzt nochmal, ob sie weg ist. Oder ob ich da irgendwie durchrennen kann. Ich muss die Masken ja platzieren, das ist jetzt doof. Steht sie hier?
Die blöde Sau, kann die sich jetzt mal verziehen? Ich habe jetzt gerade Schwein gehabt. Endlich, ich komme raus. Endlich raus hier aus dem Laden. Dafür in den nächsten Laden. Ey, das ist der Dolch. Du hast alles ruiniert! Klar.
Viel Spaß in der Hölle. Ja, das war mal crazy. Ich habe die bestellte Arbeit abgeschlossen. Bringt mir bitte, bringen Sie in das Haus mit dem roten Schornstein. Geh durch die Höhle, dann durch die Ruinen runter ins Dorf.
So, hier können wir jetzt nochmal speichern. Schließen. Hallo? Kacke. Blöd. Ist irgendwas übersehen hier? Ah. Captain, bist du da? Captain, hallo? Captain? Nö, antwortet nicht. Hier irgendwas fehlt mir hier. Ich muss da ja runter. Muss der ja runter, ne? Wahrscheinlich. Alles absuchen hier eben. Ich kann hier auf jeden Fall nichts benutzen. Ich hab Fisch bekommen. Cool. O Allmächtige, hört unsere Stimme, vereint in Demut vor euch. Wir ersuchen euch, aus den unendlichen Tiefen uns dem Schicksal zu übergeben. Immer
Im Angesicht des Mondes in dunkler Nacht ersehnen wir das erlösende Licht. Im Leben wie im Tod preisen wir Mutter Miranda. Hey, erkennen Sie mich? Ich bin in dem Schloss fast verreckt. Bitte, sagen Sie mir, was hier los ist. Kann denn ein Mensch nur fast sterben? Ich habe keine Antwort darauf. Kommen Sie schon. Und keine Spur von Rose. Wo hat Miranda sie hingebracht? Du kommst zu spät! Oder nur fast zu spät. Das Kind wird geopfert. Leben für Leben. Was für ein Bullshit ist das denn? Sie ist noch ein Baby. Die Siegel der vier Kinder mögen dir den Weg eröffnen. Bitte, ich brauche keine Rätsel. Ich will nur meine Tochter. Es ist nur ein Rätsel, wenn du die Antwort nicht kennst. Moment mal. Das kenne ich doch. Hey, warten Sie! Flügelter Schlüssel. Haus Dimitrescus. Heisenberg. Aha. Zeremonieplatz. Das Symbol sieht vertraut aus. Okay. Dafür habe ich aber noch nichts. Ne. Gehe ich mal weiter. Hier. Oh.
Brauche ich wieder irgendwas Größeres zum Ankurbeln, ne? Funktionieren alle nicht, ne. Passt nicht zu diesem Schloss. Ist auch nicht. Ist auch nicht. Mittlerweile so viele Schlösser. So viele Schlüssel. Passt aber alles nicht. Kurz hier reingucken. Nice. Oh, ich bin gleich wieder im Dorf, oder? Da bist du. Hab mir gedacht, dass du hier auftauchen würdest. Das war alles umsonst. Ach ja? Dabei hast du doch etwas Wertvolles gefunden. Ich weiß ja nicht. Nun ja, du hältst quasi deine Tochter in den Händen. Was soll das heißen? Sieh genau hin. Dieses Gefäß scheint ihren Kopf zu enthalten. Nein. Rose ist... Ich will es nicht hören! Das... Nein, unmöglich! Das kann nicht sein! Der Geist deiner Tochter ist noch intakt. Ihre Kräfte sind wirklich einzigartig. Wer... Wer würde sowas tun? Du kannst sie immer noch retten. Retten? Wie denn? Sind sie verrückt? Im westlichen Teil des Dorfs ist ein Haus mit einem roten Schornstein. Geh zu dem Mann, der dort lebt. Danach können wir unser Gespräch fortsetzen. Kommen Sie schon. Halten Sie mich nicht zum Narren. Du brauchst mir ja nicht zu glauben. Aber hast du eine andere Wahl? Entscheide du. Der Kunde ist schließlich König, nicht wahr? Ich schwöre, wenn Sie mich verarschen. Verdammter Witzbold. Zum... Mhm. Also muss ich einen Teil der... Oh Gott, ey.
Also muss ich die Teile der Tochter wiederfinden, okay. Willkommen. So, das können wir mal verkaufen. Oh, Lady Dimitrescu. Reizend selbst im Tod. Diese Kurven. Lol. Moment bitte. Zack. So. Handfeuerwaffe auf jeden Fall schon mal verbessert. Kann ich eigentlich nochmal Munition einkaufen? Aha. Essen ist Leben. Bis nächstes Mal. So, ein Haus mit rotem Schornstein. Da ist der rote Schornstein. Auf der anderen Seite verschlossen. Weg da rein finden. Ich habe aus dem Haus mit dem Schornstein einen Schrei gehört. Ich wollte nachsehen, aber der Weg ist verschüttet. Also muss ich wohl den langen Weg außenrum nehmen. Wer hätte gedacht, dass das Loch in der Rückwand des Stalls mal nützlich wäre. Wenn ich bis zum Morgen nicht zurück bin, gehe schon mal alleine. Luisa. Vater. Okay. Gibt's nichts mehr? Jo. Das Schlachthaus hier. Auf dem Scheißhaus erwischt. Das kann man sicher bewegen. Ah, hier war schon mal, ja.
das nicht das Ding? Ah, jo. Hier war ich wirklich schon mal. Gut, aber wir wollen zum Haus mit dem Schornstein. Was ist da hinten? Den langen Weg nehmen. Aber ich kann ja jetzt hier nichts machen. Oha. Moment, ist hier nicht vielleicht irgendwo eine Notiz oder sowas? Sieh aus dem Fenster. Boah, Alter. Du Pisser, ey. Okay. 07 04 08. Das sind 6 Ziffern, ne? Wie viel muss ich hier eingeben? Null vier. 07. Was war's noch? Ach nee, Quatsch. 07 04 08. So rum. Inventar ist voll. So. Kann ich denn was wegwerfen? Und tschüss. Gott. Viel zu groß.
Egal wie ich das mache, das passt nicht. Ja, gerne. Das ist eine vollautomatische Pistole, ne? Größeren Koffer, ja. Ich habe momentan aber nicht genügend Geld. Zwischenlager, was befinden sich Gegenstände? Okay, so. Wow. Welcher Arsch wollte mich da gerade packen? Gibt auf jeden Fall wieder ein bisschen Kohle. Muss ich nochmal gucken, wo ist denn das Häuschen? Ja.
ist jetzt das Haus mit dem roten Schornstein? What the fuck, Alter, was bist du denn für einer? Jawohl. Lecco mio, ey. Guck mal, hier hätte ich schon letztens reingekonnt eigentlich. Okay. Auf jeden Fall wieder Pistolenmunition. Sehr gut. Ein bisschen. Oh ja, ein bisschen viel. Wurde auch mal Zeit. Sehr geehrte Besucher, aufgrund der langen Abwesenheit des Geigenbauers habe ich seinen Schlüssel in Verwahrung genommen. Wer ihn braucht, möge sich bitte bei mir melden. Grüße, Joseph Simon, Gärtner des Hauses Beneviento. Ja, also muss ich jetzt den Schlüssel suchen, ne? Aber wo ist der? Da ist noch ein Dietrich-Dings. Könnte ich da mal gucken. So. Oder da unten. Passt nicht. Ah, der passt. Okay, wir gehen jetzt hier erstmal weiter. Brunnenkurbel. Ah. Sehr schön. Da komme ich in die ganzen Brunnen rein. Scharfschützenmunition.
Melanan, da ist doch das Häuschen hier. Bombe. Dass die hier alle Dixie-Klos haben, ey. Verschlossen, okay. Du musst die Leiter nehmen. Nein. Der geflügelte Schlüssel ist lediglich ein Teil eines Ganzen. Drei weitere Teile vervollständigen ihn. Verdammt. Ich sollte zurück zum Duke. Habe Mutter Miranda zwei Ziegen geopfert. Okay, das ist schön. Ich aber mal kurz ausprobieren. Cool. Da komme ich immer noch nicht dran. Hier waren doch aber viel, viel mehr Brunnen eigentlich, ne? Platz mehr. In der Zwischenzeit sich eine Optik, die nicht weggeworfen werden können. Bitte bewegen Sie zurück ins Inventar. Oh Mann, ey. Ich will das Ding aber wegwerfen. Tschüss. Zack.
Nee. War hier nicht sogar noch ein Brunnen? Mal eben nachgucken. Nee. Ich verlaufe mich hier jedes Mal. Kam ich denn jetzt nochmal zum Duke? Hinter mir. Na und? Etwas herausgefunden? Hab das gefunden. Nun sagen Sie mir, wie ich das in Ordnung bringe. Ganz ruhig. Erst musst du mit diesem Schlüssel die anderen Flakons mit Rose finden. Wo sind die anderen? Es gibt 4 insgesamt. Einen hast du, die restlichen haben die Grafen. Grafen? Mutter Miranda ist die kalte, egoistische Herrscherin dieses Dorfes. Ihr dienen die 4 Grafen. Eine von ihnen kennst du bereits, Lady Dimitrescu. Die 2. lebt tief im Nebel des Tals, die Puppenmacherin Donna Beneviento. Keiner ihrer Spielgefährten hat das modrige alte Anwesen je verlassen. Der 3. ist Moreau, ein sonderbarer Zeitgenosse, der im Stausee bei den Windmühlen wohnt. Allerdings soll nicht nur er in dem See sein Unwesen treiben. Der 4. und gefährlichste ist Heisenberg. Er arbeitet in der Fabrik außerhalb des Dorfs. Was er da macht? Sagen wir, manche menschliche Fantasien sollten Fantasien bleiben. Wenn du deine Tochter wirklich retten willst, musst du alle 4 Flakons finden. Ich habe die Aufenthaltsorte der Grafen auf deiner Karte für dich markiert. Im Dorf gibt es einiges an Schätzen zu holen. Ich bin sicher, sie werden dir von großem Nutzen sein. Warum helfen Sie mir? Das ist alles Teil meines vorzüglichen Kundenservice. Lass dich bald mal wieder blicken. Du möchtest etwas kaufen? Oh, ich weiß da was. Finde ein paar gute Zutaten und bring sie zu mir. Waren, so. Ankauf, großer Kristall, den können wir verkaufen. Kristallschädel, perfekt da. Zack. Wie immer. Ein ehrlicher, fairer Tausch. So, jetzt habe ich auf jeden Fall schon mal einen größeren Rucksack. Hals- und Beinbruch. Ah, mega gut, ey. Thank you.
Okay. So. Jetzt guck ich mal auf die Karte. Was soll denn da sein? Schatz beim Schatzhaus beim Fluss. Da soll noch ein Schatz sein. Kannibalenbeute, Schatz unter der Festung. Luisas Erbstück. Habe ich das nicht schon? Waffe in der Wassermühle. Wie komme ich denn dahin? Ich mal kurz gucken. Was nicht bei vier geflügelten Wesen? Hier geflügelter Schlüssel. Aber passt nicht, okay. Hier ging es nicht lang. Schade. Hier noch hoch? Nö. Da hüpft er direkt runter. Links lang, da lang, okay, komm ich aber nicht mehr lang, scheiße, ach doch hier, über die Kirche. Genau, hier ist auch nochmal so ein Ding zum Hochdrehen. So. Halskette mit zwei Fassungen. Cool. So, nochmal auf der Karte gucken. Ist geradeaus. Wo geht's hier eigentlich lang? Passt nicht. Passt auch nicht. Der passt aber, ha. Von der anderen Seite verschlossen.
denke ich, wenn ich die abschlachte. Hallo, bleibst du mal stehen? Flügel, aha. So, an dem Ding kann ich auch nichts machen. Ach. Okay, dann gibt's hier erstmal nichts. Genau, und so, und hier soll ja ein Schatz sein, angeblich. Aber ich muss eigentlich, nee, ich muss eigentlich hier rechts rum. Kann ich da überhaupt rechts rum? Mal gucken. Schon mal Geflügel hier. Na gut, hier komme ich ja nicht durch. Alter, können wir mal aufhören, so rumzuflattern, Alter? Das geht ja mal gar nicht klar. Junge. Aha. Hier ist der Schatz. Okay. Nice. Luisas Halskette. So. Abgeschlossen. Munition, was haben wir da? Explosivgeschoss. Nice. Noch irgendwas? Nö. Ein Schwein! Ich werd verrückt, Alter. Hier ist ein Schwein. Hab ich das Schwein gerade umgehauen? Erlesen ist wild. Okay, nochmal ein paar Rohrbomben. Hier ist nichts mehr, ne? Gut, dann können wir hier wieder verschwinden. Jetzt kann ich mal gucken, dass ich irgendwie da runterkomme zu dem Ding.
Muss man das ganze Dorf plündern. Ah, da komme ich ja wieder nicht durch. Doch hier. Ja. Mann, ich brauch den Schlüssel. Wo ist der blöde Schlüssel? Nicht mehr in den Ostteil, kann das sein? Die Tür ist verschlossen, ne? In den Teil komme ich nicht mehr rein, ne? Kann das sein? Da ist verschlossen, ja. Hier in dem Westteil, hier ist noch ein Dietrich, hier ist noch ein Brunnen. Da kann ich noch hingehen. Das war's dann aber auch, ja. Okay. Mache ich das mal eben. Jetzt muss ich gucken, wo muss ich lang? Da muss ich lang, okay. Dietrich, perfekt. Den habe ich gebraucht. Wo ist das Ding? Wahrscheinlich nur Munition. Ja, Scharfschützenmunition, okay.
Nehme ich. So, und jetzt sollte ich hier auch alles haben. Ja. Okay, jetzt ist die Frage, zu welchen der Häuser ich als nächstes muss. Oder wo ich hingehen kann. Da bin ich hergekommen. Da bin ich eben hergekommen, da komme ich nicht rein. Hier mal. Oh, falscher Schlüssel. Aha. Da kann man nur wieder runterspringen. Das ist ein kürzerer Weg, aber... Kranke Welt hier. Yay. Komm mit. Ich muss dir was sagen. Mia? Was geht hier vor? Rose ist anders. Ethan, du musst ihr helfen. Was zum Teufel ist das? Alle verlassen mich. Sogar Rose. Ich will nicht allein sein. Das ist nicht real.
1987 bis 1996, okay. Spinne ich jetzt? Deine Erinnerung ab. Aha. Was zum Teufel?